Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, es ist Samstag und die nächste Technik steht an. In der letzten Woche habe ich euch die Bouquet-Technik gezeigt. In dieser Woche kommt die Rock'n'Roll-Technik. Diese Technik ist mir zugeschickt worden von einer Downline von mir, von der lieben Jasmin. Und Jasmin hat in ihrer Beschreibung geschrieben, dass diese Rock'n'Roll-Technik, ich zeige euch gleich, warum die so heißt, dass diese Rock'n'Roll-Technik mit den neuen Stempelkissen, also die diese schwammige Oberfläche, diese Schwammoberfläche haben, nicht so richtig gut funktioniert. Die alte Oberfläche hat ja so eine Stoffoberfläche gehabt. Damit funktioniert das sehr gut. Ich habe es auch ausprobiert. Jasmin hat völlig recht, es funktioniert nicht, egal wie locker man im Handgelenk ist. Und sie hat aber gleichzeitig einen Trick mit dabei gegeben, wie man diese Rock'n'Roll-Technik trotz nicht passender Stempelkissen imitieren kann. Und das zeige ich euch. Also, ich habe das gleiche Stempelset genutzt wie Jasmin auch und habe mir eine Blume, nämlich die hier aus dem Flower Shop, ausgesucht. Und für die Rock'n'Roll-Technik braucht ihr grundsätzlich mal zwei Farben. Eine helle, eine dunkle. Schön ist es, wenn ihr passende nehmt, muss aber ja nicht. Da ist ja jeder frei in seiner Wahl. Und ihr braucht einen möglichst großflächigen Stempel, weil sonst macht das Ganze ganz wenig Sinn. Normalerweise ist es so, bei der Rock'n'Roll-Technik, ich mache mal die Stempelkiste auf, dass man den hellen, die helle Stempelfarbe zuerst nimmt. Ich zeige euch mal, wie es aussieht mit den neuen Stempelkissen. Das sieht nicht schön aus, aber ich zeige es euch trotzdem. Also, ihr nehmt als erstes die helle Farbe auf und dann, und deswegen heißt diese Technik Rock'n'Roll-Technik, hat man einen Hüftschwung, sage ich mal. In dem Fall ist es ein Handgelenkschwung eigentlich und dreht den Stempel so ganz locker aus dem Handgelenk über das dunklere Stempelkissen. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt ist die Problematik dabei, ich stempel das jetzt mal ab, dass die neuen Stempelkissen einfach zu kräftig sind, zu saftig, sagen wir ja immer. Da ist zu viel Farbe drin. Und deswegen, ich ziehe euch gerade mal etwas ran, dann sieht man das besser, sind die Kanten von der dunkleren Farbe sehr glatt. Das ist sehr gerade und das sieht natürlich nicht so richtig schön aus. Das ist nicht, was die Rock'n'Roll-Technik bewirken soll. Jetzt bedienen wir uns mal des Tricks von Jasmin, den sie mit in ihre Anleitung geschrieben hat. Übrigens, Anleitung, dabei fällt mir gerade ein. Eine ganz liebe Kundin von mir, die liebe Margarete, hat mich angeschrieben und hat gesagt, oh, dein Technikbuch ist total toll. Und ich habe gesehen, dass du ja Anleitungen in deinem Technikbuch hast. Könntest du die nicht zur Verfügung stellen? Klar, gar kein Problem. Da bin ich einfach nicht drauf gekommen, dass ihr ja eventuell die Anleitung schriftlich auch haben wollt. Ich tippe diese Anleitungen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, ab und stelle die auf meiner Homepage bereit. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und da könnt ihr euch die, das ist eine PDF-Datei, da könnt ihr euch die sehr gerne ausdrucken, wenn ihr denn mögt. So, jetzt zeige ich euch mal den Trick von der lieben Jasmin, die nämlich sagt, man kann das imitieren, indem man ein Schwämmchen nimmt, wieder die helle Farbe zuerst aufnimmt. So. Und dann mit dem Schwämmchen die dunkle Farbe aufnimmt. Ich muss gestehen, das ist hier Premiere. Ich habe diese Technik noch nie gemacht und ich habe es diesmal auch nicht ausprobiert, weil ich gedacht habe, ihr habt das ja auch noch nicht ausprobiert. Mal gucken, was passiert. Und jetzt schreibt Jasmin oder sagt Jasmin in ihrer Anleitung, jetzt solle man die Ränder mit der dunklen Farbe einfach ein wenig übertupfen
Und dann kriegt man diesen weichen Effekt hin. Das wollen wir uns doch mal angucken, ob das auch klappt. Ich tupfe jetzt mit der dunklen Farbe einfach ein bisschen an den Rändern. Und jetzt schauen wir mal, was das Stempelergebnis sagt. Oh, das sieht aber ganz anders aus. Ich ziehe euch wieder ein bisschen ran. So, wie ihr sehen könnt, das ist das Stempelergebnis, wenn ich diese Rock'n'Roll-Technik tatsächlich so anwende, wie sie mal gedacht war. Die Ränder sind sehr hart und es ist sehr glatt. Das sieht nicht schön aus. Hierbei habe ich jetzt so ganz leicht auf den Rändern die dunkle Farbe aufgetupft und das sieht ziemlich cool aus. Das ist ein schöner Übergang geworden und das sieht echt toll aus. Und hier kann man natürlich mit Farben spielen und auch alle anderen Stempel nehmen, so sie denn ein wenig vollflächig sind oder etwas größer sind. Da sind diese Übergänge mit den Farben, das sieht natürlich total klasse aus. Eine ganz tolle Technik und wahnsinnig schnell gemacht, weil das war's schon. Mehr ist das gar nicht. Und das Ergebnis, nicht das hier, sondern das hier, finde ich ganz fantastisch. Das ist eine ganz schnelle, einfache Technik. Man braucht nur zwei Farben und man braucht ein Schwämmchen. Und das war's. Total klasse. Ich hoffe, euch gefällt die Technik genauso gut wie mir. Wie gesagt, das ist meine Premiere und beim ersten Mal gleich geklappt. Wunderbar, so soll es sein mit Techniken. Noch einmal der Hinweis, die Anleitung, wie man das macht. Stelle ich euch auf meiner Homepage zur Verfügung und dort ist eine PDF-Datei, die könnt ihr dann runterladen. Das habe ich übrigens mit der ersten Technik, mit der Bouquet-Technik auch schon gemacht in der letzten Woche, nachdem die liebe Margarete mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und das werde ich auch zukünftig mit den Anleitungen so machen. Alle Anleitungen findet ihr immer auf meiner Homepage. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Technik genauso gut gefallen wie mir. Ich bin ganz überrascht, wie gut das aussieht. Und werde da mit Sicherheit auch mal was mitmachen. Das ist echt einfach, schnell und sieht echt toll im Ergebnis aus. So dann, bis zur nächsten Woche und bis zur nächsten Technik. Bis dahin. Ciao, ciao.